Servus Leute und seid herzlich willkommen zur zweiten Folge der AC Mailand Karriere, aber zur ersten Folge. Die erste Folge, wie ich sie beim ersten Mal genannt habe, war ja der Stream, aber heute mal das erste Video. Und im Stream habt ihr es auf jeden Fall mitbekommen, wir brauchen jetzt einen Linksverteidiger. Denn Rodriguez hat sich leider verletzt und wir haben keinen Ersatz mehr. Antonelli oder wie der auch hieß, hat uns leider verlassen. Und deswegen brauchen wir halt jetzt auch einen Ersatz. Und ich denke, den werden wir auch bald finden. Spieler verletzt, okay. Ich denke im Training. Ah, Gustavo Gomez hat sich bei Paraguay, glaube ich, verletzt. Scheiße. Okay, ist halt auch nur ein Backup in Verteidiger, aber National-Offerte bei Belgien. Also, es wäre schon geil, wenn wir in der Karriere auch Nationaltrainer wären, aber das machen wir dann im Stream aus, würde ich mal sagen. Wenn wir da nehmen. Aber Belgien wäre schon mal interessant. Aber das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und zwar das Training. Ja, manchmal sind ja keine Spieler am Start. Ich tue mal hier wieder Carlos Alinha rein. Und vielleicht verbessert er sich. Nein. So, und dann geht's rein gegen Inter Mailand hier. Das Derby. Und Freunde, das spiele ich noch nicht, das wird auch noch simuliert. Aber das nächste Spiel, das ist ein Champions League Spiel, das werde ich zu 100% spielen, weil das ist natürlich sehr wichtig. Ja, weil wir haben bisher alle Spiele in der Champions League verloren und das wollen wir natürlich nicht weiterführen. Sondern wir wollen natürlich weiterkommen, zumindest ins Achtelfinale und ein paar Runden weiter. Aber zuerst geht's rein gegen, ins Derby geht's jetzt erstmal rein. Gerade auf einen Rechtsverteidiger brauchen wir auch noch Marco Reus mit dem 1:0 in der 21. Minute. Ah, Silva bekommt eine gelbe Karte. Coutrone kommt halt rein. Jetzt haben wir eigentlich keinen guten Stürmer mehr. Vitic, Inter. Perisic, schade. Schade, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, weil sonst wären wir natürlich vorne dabei gewesen. Aber man kann auch nicht alles haben. So. Wie gerade schon angesprochen, das Spiel gegen Feyenoord, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Spielen wir selber mit dieser Aufstellung? Können wir noch? Nee, wir können nichts verbessern. So, dann gehen wir rein ins Spiel, schauen wir noch kurz, welche Trikots wir nehmen. Wir nehmen auf jeden Fall das. Das kann man am besten unterscheiden auf jeden Fall. Könnte man reinschreiben, soll ich auf Weltklasse spielen oder soll ich mal auf Legende probieren? Ich spiele jetzt erstmal hier auf Weltklasse. Schauen wir mal, ob wir hier einen Sieg oder auch den ersten Sieg in dieser Champions League Saison schaffen. Hoffe mal schon. Sehen aus. 20 Uhr natürlich. Oder machen wir mal 20.30 Uhr, ist realistischer. Und dann gehen wir rein ins Spiel. So, da sehen wir auch das San Siro, das Stadion von AC Mailand. Ich glaube, Inter Mailand hat ja auch fast dasselbe. Oder ist es nicht dasselbe? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Aber das sieht, glaube ich, ähnlich aus. Es kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, das sieht fast so aus oder ist vielleicht sogar dasselbe. Ich weiß es nicht. Hier die Choreografie von den AC Mailand Fans, die heute auch einen Sieg ihrer Mannschaft hier wollen. Weil man sieht hier, es läuft bisher noch nicht so in der Champions League. Jetzt der Platz in der Gruppe mit nur einem Punkt. Ich glaube, das war das Unentschieden gegen FC Sevilla. 1:1 glaube ich war es. Oder war es ein 2:2? Kann auch sein. Und dann hier unsere Aufstellung mit Donnarumma im Tor. Dann kommen Conti, Musaccio, Bonucci bei Yigi Yangto, Bonaventura, Alenia, Silva, Reus und noch Suso auf der rechten Außenbahn. Dann schauen wir uns gleich die Aufstellung vom Feyenoord an. Sorry, wenn hier ein paar Frame-Drops in der Facecam kommen, weil irgendwie laggt es in letzter Zeit. Im Tor ist bei den Vermeer. Dann kommt Dix, Van Beck, Botten, Gam, Habs, El Amali, Wilhenna, Thornstar, Larsson, Jürgensen, Bassai, Basacigoglu. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. So.
Da gehen wir rein in die Partie. Ich habe jetzt zu lange gelabert. Haut rein. Ja, weiter geht's. So, erste Halbzeit. Man kann bisher nur einschlafen. Ich hatte ein, zwei Chancen. Ja, Feyenoord eine, aber die war auch nicht gefährlich. War so ein, ja, Streifschuss eigentlich schon. Ja, sieht man hier auch an der Statistik. Eher wir am Ball, aber wir fangen auch nichts mit dem Ball an. Also, sehr langweilige Partie bisher. Und jetzt müssen wir auch mal was tun, weil sonst sind wir wahrscheinlich schon raus aus der Champions League. Aber Feyenoord ist halt auch gut, weil, ja, sie sind halt auch auf den ersten Platz, aber das hat meistens auch nichts zu heißen. Jetzt mal Marco Reus hier. Weiß auch nicht, was er machen soll. Spielt ihn dann zu Bonaventura. Der bringt die Flanke und da steht André Silva. Und der erzielt das 1:0 für AC Mailand. Und endlich wieder Hoffnung auf das Weiterkommen in der Champions League. Ja, natürlich hoffen wir, dass wir das auch schaffen, weil es kann noch sehr schwer werden, dieser Weg bis dorthin. Aber was für eine schöne Flanke von Bonaventura. Und auch natürlich ein schöner Kopfball von André Silva. Das, ja, portugiesische Talent. Oder auch von vielen wird er schon als Ronaldo-Nachfolger genannt. Ich bin eher anderer Meinung. Das kann auch ganz nach hinten losgehen. Der kann irgendwie in 3 Jahren nur noch bei so Clubs, zum Beispiel in Deutschland in der 3. Liga spielen. Aber das hofft man natürlich für ihn alle nicht. Ja, dann geht's weiter. Hoffentlich mit Toren von uns. Ja, Reus! Hi! Ich glaube, ich habe jetzt keinen Cut gesetzt, aber ja, Marco Reus mal hier mit dem 2:0. Ja, easy. Ich glaube aus 20 Metern ungefähr. Hau da mal drauf. Und ja, Longshot sitzt. Und ich denke mal, das war auch bisher verdient. Also wir hier jetzt gerade spielbestimmend. Vielleicht 3 Minuten nach dem 1:0 erzielt hier Marco Reus einen wunderschönen Treffer mit dem Außenriss. Ja, mit dem rechten Außenriss schießt er hier und trifft. Also 2:0. Weiter geht's. Und Suso war leider im Abseits. Schade. War aber ein schöner Pass. Hier in den Lauf. Da ist doch das Bein. Oder das Bein zählt doch auch noch dazu. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich mich da irre. Aber für mich war das bisher noch kein Abseits. Kann auch sein, dass ich die Abseitsregel nicht so kann. Aber irgendwie glaube ich das auch. So, jetzt war es auf jeden Fall kein Abseits. Suso. Komm, Suso. Was war das für ein Schuss mit links? Nimm ihn halb mit rechts. Und dann ab ins lange Eck. Aber nein, den nimmt er hier leider nur mit links. Ja, und versagt dann leider auch. So, das ist wieder André Silva. Schade. Kein Tor. Aber ja, mal wieder eine Chance. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich auch auf Legende hochschrauben, wenn ich hier die Partie wirklich so 3:0 noch gewinnen sollte. Weil dann wäre es ja zu leicht. Dann sollte ich jede Partie spielen und dann wären wir, ja, Trippelsieger gleich im ersten Jahr. Aber so wäre es natürlich langweilig. Und das ist wieder Suso. Suso legt ihn rüber auf André Silva. Und dann steht es hier schon 3:0 und das sollte auch der Sieg sein. Okay, ja, mit einem 2:0 wären wir auch schon Sieger. Ist ja schon 90. Minute Nachspielzeit. Also ich denke mal, hier sind wir durch. Und damit haben wir auch 4 Punkte jetzt endlich in ja, der Tabelle. Und hoffentlich sind wir jetzt auch vorne dabei. Hoffentlich verliert auch Sevilla, weil dann, warte, hat Feyenoord jetzt 3 Punkte oder 6? Ich glaube, die hatten 6 Punkte. Ja, das war's auch von dem Spiel. Ja, das Spiel war eigentlich auf unserer Seite nur. Also ja, wenn wir es hier mal anschauen. 65% Ballbesitz. Ja, 5:0 Schüsse aufs Tor. Kann man mal machen. Ja, PSG hat 3:1 gegen Sevilla gewonnen. Und dann schauen wir auch mal, wo wir stehen. So, Gruppe F. Wir sind Dritter leider nur. Aber wenn wir das nächste Spiel gewinnen sollten, dann sollten wir auf dem 2. Platz sein. Weil wir ja gegen PSG, glaube ich, spielen. Oder spielen wir noch zuerst gegen Sevilla? Dann könnten wir sogar Erster werden. Ja, wenn halt zwei anderen aufeinandertreffen, Feyenoord und PSG. Aber ich denke, wir spielen noch zuerst gegen PSG. So, nächstes Spiel. Und ich habe einen Spieler gescoutet, den hier
oder den wir brauchen, und zwar Ryan Sessegnon in der Linksverteidigerposition. Was heißt innen? Auf der Linksverteidigerposition, wo er halt spielt. Dann bekommst du billig. Boom, würde ich mir sagen. Also 1,5 Millionen und ja, da spielt mal so ein Talent für dich, das bald eine 85er Gesamtstärke hat, wahrscheinlich. Ja, nimm dann natürlich an. Ja, und das sollte jetzt auch ganz schnell gehen. Muss dem wahrscheinlich auch nur 10.000 bieten und der nimmt sofort an, aber ich denke mal, der will auch mehr. Oh Gott, ich bin doch... Ja, er nimmt sogar eine hohe Rolle nicht an. Er will nur Perspektivspieler werden. Okay, ja. Bist zwar ein geiles Talent, aber... Ja, moin. Der Moment, wenn du bei dem Vertrag machen alles machst. 8.000, ja. Abfahrt. Ryan Sessegnon gehört jetzt uns. Abfahrt. Ja, und... Ich denke mal, ein Sieg gegen Genua gehört jetzt auch uns gleich, hoffentlich. Ich werde es überspringen. 2-1 Sieg. Damit sollten wir wieder vorne dabei sein. So, nächste Trainingseinheit. Yangto verbessert sich auf eine 78. Hä? Lol. Wo ist denn jetzt hier Ding? Ryan Sessegnon. Ja, hier, wir haben uns mit Ryan Sessegnon auf einen Vorvertrag. Wieso ne? Hä? Wieso auf einmal ein Vorvertrag? Was ist das? Ey, Junge. EA Sports, was ist das? Wundere ich mich immer. Du willst den Spieler verpflichten, dann kannst du den aber nur per Vorvertrag. Wo ist der Sinn? Ich will ihn sofort und nicht erst nach 5 Monaten haben. Also der Sinn. EA Sports. Sinn. Ne? Köpfchen. Köpfchen. Ja, das habe ich nicht. So, nächstes Spiel. Chievo. Hirona will platt gemacht werden. Wird natürlich erfüllt. Molfetter. Ja, ist fett. Ja, der Molfetter fällt eine Woche aus. Und Freunde, dann ist unser nächstes Spiel schon wieder ein wichtiges. Und das seht ihr wahrscheinlich in dem Stream oder auch dann in einem neuen Video. Und zwar ist es dann gegen Sevilla. Und ja, in dieses Spiel werden wir dann wahrscheinlich auch direkt rein starten, wenn es soweit ist. Keiner verbessert sich hier im Training. Und ja, Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich simuliere jetzt hier zu dem Spiel. Wenn ja... Lasst nochmal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das gemacht habt. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.